Es muss mal eine Zeit gegeben haben, da Märchenbücher und nicht nur die von den Brüder Grimm märchenhafte Auflagen erzielt haben. In jenen fernen Jahren kam ein Künstler in den Nord-Süd-Verlag, den ich erst durch ein kleines Missgeschick entdeckt habe. Bis zu 100 Buchausgaben werden bei uns jährlich nachgedruckt. Es kann durchaus auch mal vorkommen, dass man übersieht, dass bei dem einen oder anderen Titel der Bestand bereits relativ knapp ist. Zumal dann, wenn die Bestellungen unregelmäßig und mehrheitlich von einem Schloss in Allgäu stammen, wo sich die Nachfrage zu konzentrieren scheint. Wie sich schnell herausfinden ließ, lebt und arbeitet der Illustrator des Buches auf diesem Schloss. Das hat mich veranlasst, den Zwerg Nase, illustriert von Friedrich Hechelmann, einmal näher anzusehen. Hechelmann studierte in den 70er Jahren an der Akademie der Bildenden Künste in Wien und war Meisterschüler bei Professor Rudolf Hausner, einem der bedeutendsten Vertreter der Wiener Schule des Fantastischen Realismus, die auch großen Einfluss auf Hechelmanns Kunst hatte. Noch während des Studiums entstanden seine ersten Bilderbucharbeiten und 1974 erschien Zwergnase bei Nord-Süd. Im Verlagsprospekt hieß es damals über Hechelmann: Mit ihm ist eine starke Begabung für das Märchenhafte und Skurrile ins Team der Künstler eingezogen. Man könnte auch von einer barocken Üppigkeit sprechen, aber das ist jetzt meine persönliche Interpretation. Es folgten darauf zwei weitere Märchenbücher, aber dann wandte sich Hechelmann wieder verstärkt der bildenden Kunst und Bühnenbildern zu. Auf Schloss Isny hat er nach und nach einen Kunstraum geschaffen, in dem er heute lebt und arbeitet und seine und die Arbeiten anderer Künstler ausstellt. Er hat Filme gemacht und Romane geschrieben und vor einigen Jahren erschien eine fantastische illustrierte Ausgabe von Nils Holgersen. Neugierig geworden durch die zufällige Entdeckung, habe ich mich auf den Weg nach Isny im Allgäu gemacht. Friedrich Hechelmann hat mich in den höchst stilvoll eingerichteten Räumen des Schlosses empfangen. Der Kaffee wurde in feinen Porzellanschalen serviert, an deren Tassenrand sich Nymphen und Satyre festhielten, die wiederum als Griff für die Tasse herhielten. Beim Abschied zeigte mir Hechelmann eine Variante der Zwergnase-Geschichte als Gipsrelief. Diese Reliefs sind inzwischen in Isny in der Altstadt an einem Balkon zu bewundern, über dem Motto Toleranz gegenüber jedermann. Und wir blicken inzwischen gespannt auf die 11. Auflage dieses Klassikers.